Hier ist die Ilka. Ich bin heute von Nürnberg live verdonnert worden, die Moderation zu machen beim Rolli-Treff Franken. Wir erzählen euch gleich, worum es geht. Es ist ja ein sehr spannender Tag. Es geht um sportliche Dinge. Wir zeigen euch gleich, um was es geht. So, ich habe hier den Jamie und den Julian bei mir. Das sind hier auch fleißige Sportler. Erzählt mir mal doch, was ihr heute schon gemacht habt. Habt ihr heute schon Turnier gespielt? Ja, wir haben schon 3 Spiele hinter uns und es kommen jetzt halt noch 3 Stunden und dann ist es 18 Uhr und dann versuchen wir auch wieder langsam heimzukommen. Okay. Wie oft habt ihr gewonnen bisher bei den 3 Spielen? Wir haben 2 davon gewonnen. 2 gewonnen, super. Und du? Ja, ich bin ja auch bei diesem Team und wir sind einfach super. Macht Spaß, oder? Es geht eigentlich auch gar nicht so ums Gewinnen, geht eher ums Spiel, um Spaß. Nur was ich ein bisschen komisch, blöd finde, dass Kinder gegen Erwachsene spielen. Aber es spielen ja auch Fußgänger gegen Rollstuhlfahrer, ne, habe ich gehört. Da sind ja eigentlich die Rollstuhlfahrer voll im Vorteil, oder? Ja? Was seid ihr? Seid ihr sonst immer im Rollstuhl? Habt ihr euch heute einen ausgeliehen? Ich kann laufen. Du hast einen ausgeliehen. Und kommst du damit zurecht mit deinem Rollstuhl? Ich habe das vor 2 Wochen mal beim Training ausprobiert, das ist gar nicht so einfach. Ja. Aber jetzt schauen wir mal, was innen los ist in der Halle. So, hier habe ich den ersten Vorstand vom Rolli-Treff Franken, die Ingrid, und die Übungsleiterin, die Romy. Und erzähl mir doch erstmal, Ingrid, was ist denn der Rolli-Treff Franken überhaupt? Wir sind ein inklusiver Rollstuhlsportverein. Wir machen Rollstuhlsport, Rollstuhlspiele, wir machen Mobilitätstraining. Wir haben viele Aktionen und dann ist es irgendwie so Sonderzeug, mal ein Run um den Dutzenteich oder wir gehen schaukeln oder was uns halt so Spaß macht, Reiten für unsere Kids, Selbstbehauptungstraining. Also so ein bunter Mix von Aktionen für Rollstuhlfahrer von klein nach groß, von jung nach alt, mit allen Beeinträchtigungen. Und jetzt habe ich gehört, es ist eigentlich üblicher, dass Rollstuhlfahrer eher Basketball spielen und das Wheelsoccer ist gar nicht so häufig. Wie seid ihr denn auf Wheelsoccer gekommen, Romy? Also Rollstuhlbasketball, Gruppe an Rollstuhlfahrern spielen. Wheelsoccer hingegen ist ein Spiel, was wirklich nahezu für jeden ist. Mit allen möglichen Einschränkungen, Beeinträchtigungen, von klein bis groß, wie ihr hier seht. Jeder kann mit dabei sein, ob auch im Aktivrollstuhl oder im E-Rollstuhl. Und ich habe gehört, das ist jetzt gar nicht so üblich, also es war noch gar nicht da in Bayern. Ne? Ihr habt jetzt das erste Wheelsoccer-Spiel in Nürnberg und sogar in Bayern ausgerichtet. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Eigentlich ist es sowas von Norddeutschland. Die Berliner machen das ziemlich viel und auch Mitteldeutschland, die sind bei Wheelsoccer ziemlich gut. Und in Bayern gab es bisher nichts und da dachten wir uns, ja, unsere Chance, wir machen es auch mal. Ja, und hier dürfen ja Fußgänger auch mitmachen. Ne? Also ihr habt praktisch Rollstühle ausgeliehen. Und es durften sich praktisch alle anmelden, die mitmachen wollen, die das mal ausprobieren wollten. Und die spielen jetzt praktisch gegen die Profis im Rollstuhl. Ne, wie sieht der Spielstand momentan aus? Wir sind so jetzt ungefähr bei der halben Zeit des Tages. Wer liegt denn momentan vorne? Also die Erlanger Vereine sind ziemlich gut. Das sind Rollstuhlsportvereine. Aber wir haben auch ein reines Fußgängerteam aus Nürnberg, die ganz spontan heute vorbeigekommen sind und die rocken das auch hier. Okay, hier habe ich die Franzi und die Jenny bei mir. Das sind Schwestern. Die Franzi ist seit Geburt im Grunde im Rollstuhl. Die Jenny ist Fußgängerin und spielt auch Fußball und hat eine Trainerausbildung und macht hier heute mit im Team, spielt mit. Jenny, was hast du denn eigentlich für eine Trainerausbildung jetzt vom Fußball? Ich habe die C-Lizenz, bin aktuell auch Trainerin einer F1-Jugend, einer U9 beim Postus von Nürnberg, trainiere auch weiterhin in der Fußballschule beim 1. FC Nürnberg. Und genau, ich habe im Moment die C-Lizenz und im Herbst ungefähr fange ich an mit der B-Lizenz. Und was würdest du denn sagen, was fällt dir hier am meisten auf? Was ist denn der Unterschied zwischen Fußball und Wheelsoccer?
Also zuerst fällen mir erstmal die Menschen auf. Die Menschen sind so viel herzlicher. So viele Leute kamen auf mich zu. Ich kenne die alle gar nicht und die haben mich sofort aufgenommen. Ich habe mich nicht gefühlt wie eine Fremde hier. Also als ob ich die Leute hier schon ewig kennen würde. Und auch sonst so, es macht viel mehr Spaß. Es ist viel sozialer alles. Es ist, ja, Fairplay hat hier einen ganz anderen Stellenwert als im normalen Fußball. Ja, das habe ich auch schon bei den Spielen beobachtet, dass da auch sehr viel Wert gelegt wird von den Trainern, immer zu sagen, Fairplay, abklatschen, nochmal verabschieden das Team, ist sehr, sehr süß, auch die Kleinen hier. Ne? Du spielst heute nicht, du verkaufst, glaube ich, Kuchen. Eigentlich durch Zufall. Ich habe einfach, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich bin jetzt seit einem guten Jahr dabei und weiß schon gar nicht mehr, wie ich reingerutscht bin. Stimmt, über ein anderes Mitglied, über die Susanne, stimmt. Da Tor. Ist wohl ein Tor gefallen. Ja, genau. Ich möchte es nicht mehr missen. Also es ist ein verdammt toller, bunter Haufen, der echt viele Sachen auf die Beine stellt. Genau. Und ich finde, aber auch wenn man nicht mitspielt, wie die Jenny schon sagte, man kriegt die Atmosphäre echt gut mit. Und es ist wirklich, ich hatte jahrelang eine Dauerkarte und war auf irgendwelchen Fußballspielen. Das ist was ganz was anderes. Es ist viel schöner und ruhiger und ja. Euer Bruder ist ja da hinten auch noch als Schiedsrichter aktiv. Der spielt gerade noch oder pfeift noch. Der ist auch, glaube ich, sehr begeistert, wenn ich das richtig mitbekommen habe und wurde auch sofort in den Verein eingeladen. Ingrid, komm doch noch mal ganz kurz zu uns dazu. Der Verein ist ja sozusagen für alle offen. Ne? Also auch Fußgänger, jeder, der diesen Verein unterstützen möchte, kann da Mitglied werden, richtig? Ja, genau. Also wir sind, wie gesagt, inklusiv. Wir haben Rollstuhlfahrer, wir haben Fußgänger, die Begleitpersonen, das sind die Freunde, die Familienangehörigen. Also jeder, den es interessiert, der es gut findet, der kann bei uns mitmachen. Ja, also ich war auch vor 2 Wochen ja schon mal da, da war dann eine Motorgang, sag ich mal, hier, die sich auch, wie oft kommen die nochmal zum Rumfahren? Naja, wenn wir Sommerfest haben, dann kommen die Motorradfahrer, weil wir ein Mitglied haben, einen Fußgänger, der Motorradfahrer ist und der bringt dann am Sommerfest immer seine ganze Truppe mit und dann darf jeder Rollstuhlfahrer, wenn er möchte, eine Runde im Schulhof Motorrad fahren und es ist ganz gefahrenlos, weil das ist mit Beiwagen oder das sind die richtig schweren Motorräder, die hinten dran so einen richtigen Sofasessel haben. Also es ist sicher, aber es macht richtig Spaß. Ah, Lilly ist auch hier. Lilly, komm mal zu mir. Komm mal rüber. Erzähl mal, du hast jetzt schon ein bisschen was gespielt, ne? Wie hat es dir bisher gefallen? Mir hat es gut gefallen. Und habt ihr gewonnen? Bis jetzt nicht. Noch nicht, aber kann noch werden. Na, wir haben ja noch ein paar Stunden. Fallen. Ich habe hier den Harald und den Jonas. Ihr seid vom Mixteam, hast du mir erzählt. Was ist denn ein Mixteam? Ja, hallo. Ein Mixteam ist ein total bunt zusammengewürfelter Haufen aus Rollifahrern, Nicht-Rollifahrern. Und wir haben uns heute alle zum ersten Mal hier heute Morgen kennengelernt und haben dann erstmal ein bisschen gemeinsam miteinander trainiert. Denn niemand von uns hat zuvor Wheelsoccer gespielt. Und dementsprechend, ja, der Start war ein bisschen holprig ins Turnier. Das erste Spiel haben wir ein bisschen hoch verloren. Ja, und die nächsten Spiele konnten wir dann ja, positiv gestalten. Immer so auf und ab. Ja, haben jetzt 2 gewonnen, 3 verloren. Und haben jetzt uns besser kennengelernt und macht richtig viel Spaß, hier heute hier zu sein. Bist du denn da drauf gekommen, da heute dazu zu kommen? Du bist, ich nehme an, Fußgänger. Ja? Und hast du vorher irgendwann schon mal im Rollstuhl gesessen? Nein, ich sitze heute tatsächlich zum ersten Mal im Rollstuhl, auch sehr ungewohnt für mich oder für uns alle, die zum ersten Mal heute da sind. Ich durfte im Mai diesen Jahres einen Selbstbehauptungs- und Mobbingpräventionskurs geben im Rolliverein Franken in Nürnberg. Ich bin Selbstbehauptungstrainer für Kinder und Jugendliche und mache ganz viel im Bereich Mobbingprävention und war an einem Samstag im Mai hier über die Frau Ingrid Wolf vom Vorstand vom Rolliverein und war ganz, ganz toller Tag, sehr emotional auch. Und hat sie auf diese Veranstaltung hingewiesen und ich bin jetzt mit meiner Familie heute da und habe den Rolli-Verein auch mit der Spende heute noch unterstützt und ja, ganz toller Tag, ganz tolles Ereignis heute. Jonas, machst du das schon länger, Wheelsoccer, oder hast du es auch zum ersten Mal probiert heute? Ja, ich bin auch zum ersten Mal hier und ja, wie gesagt, zum Start war holprig, aber mittlerweile finde ich, sind wir alle ganz gut und wir passen gut zusammen. Aber du bist also ein Rollstuhlfahrer?
kein Fußgänger. Wie stellen sich denn die Fußgänger an, deiner Meinung nach? Ich finde es eigentlich sehr positiv, ich muss ganz ehrlich sagen. Sei ehrlich jetzt. Nee, also ich bin positiv überrascht. Schön. Was gibst du für eine Wertung, sag ich mal? Was haben Sie für Chancen, heute noch einen Sieg heimzubringen? Ich sag jetzt mal 50-50. 2, 3, Haut rein! Und der erste Platz geht an das A-Team. Hey!